gibt es für mich eigentlich drei Hauptkriterien. Das eine ist, wenn sich einmal die handelnden Schauspieler extrem ähnlich schauen, dass man schon nach 5 Minuten nicht weiß, war das jetzt der von früher oder ist es ein anderer. Also wenn man einfach die Figuren aufgrund der Optik verwechselt und da mal aussteigt, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, extrem konfuse Handlungen. Manche Regisseure zeichnen sich ja aus durch eine Handlung, wo es dann, ich spreche jetzt nicht von spannend, sondern einfach nur völlig konfus, wo du sagst, worum geht es hier eigentlich? Und der dritte Punkt ist, wenn die Brutalität zu sehr ins Detail geht. Also ich wundere mich oft, dass wenn ich einen Film anschaue, der ab 16 freigegeben ist, der kann spannend und mit Action sein, aber wenn quasi in der 18er-Version dann für Volljährige schon die Augäpfel fliegen und die Blutspritzer von links nach rechts und dicke Därme, sage ich, das hat für mich jetzt kein Qualitätskriterium eines Films mehr und damit kann der Film für mich auch ein schlechter Film werden, weil ich kann Spannung und gute Handlungen mit übertriebener Brutalität auch kaputt machen, finde ich. Es gibt selten Filme, die ich abschalte, weil ich es einfach wirklich dämlich finde. Ein Film, der mir absolut zu blöd war, war das Rest in Peace Department. Da habe ich nach, glaube ich, 7 Minuten gesagt, nein, das ist mir zu dämlich. Subjektiv mein Geschmack. Und unter dem Begriff zu konfus war The Counselor mit Xavier Baden, wo der irgendwie spannend, mysteriös begonnen hat, aber dann auch nach 15 Minuten, worum geht's hier? Lauter, die Figuren alle irgendwie freakig. Also das waren für mich ehrlich zwei wirklich schlechte Filme. Aber in erster Linie ein Film, der auch berührt, der einen anspricht. Da kann man, der einen irgendwie abholt, klarerweise, wo man in der eigenen Lebenswelt auch ist, oder auch komplett unterhalten. Also, gute Filme für mich sind Filme, die auch spannend gemacht sind. Spannend muss jetzt nicht unbedingt Action sein, aber wenn ich ein Beispiel nehme, zum Beispiel, ich finde die Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan spannend gemacht im Action-Segment, aber auch ziemlich Beste Freunde war spannend, weil es einfach berührend war und in der Handlung auf eine andere Art und Weise einen gefesselt und mitgenommen hat. Also guter Film, gute Schauspieler, die einfach die Charaktere gut ausfüllen, eine Handlung, die auch eine Botschaft hat, also entweder spannend unterhält, wenn man rein nur von Unterhaltung spricht, oder eben auch eine Botschaft hat. Ziemlich Beste Freunde ist ein Klassiker, finde ich, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, der wo einfach nachher auch mit einer gewissen Inspiration und einem gewissen bereicherten Gefühl auch aus dem Film herausgehst. Also Ziemlich Beste Freunde war ein sehr berührender Film. Sonst Lieblingsfilme, ich habe auch schon erwähnt, die Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. Star Wars, die 6 von George Lucas, absolut sensationell. Im Bereich Komödie ein von den Kritikern verkannter Klassiker, Oscar mit Sylvester Stallone. Ist also eine Komödie, die ich glaube ich 10-mal gesehen habe. Die Louis-de-Finet-Variante ist nicht zum Aushalten für mich, das ist mir zu hektisch, aber Stallone wurde geprügelt für diese Rolle von der Kritikern. Ich finde Oscar mit ihm einfach genial. Sonst Lieblingsfilme, das sind die, die mir zum spontan einmal einfallen, die ich öfter und regelmäßiger gesehen habe. Ja. Ich finde es eine geniale Idee insofern, weil eben die Goldene Himbeere ist ja was, wo das Publikum nicht mitreden darf. Was ich bei Kluge einfach toll finde, dass es eine Publikumswahl ist, wo also wirklich jeder natürlich subjektiv sagen kann, das ist für mich jetzt der schlechteste Film des Jahres oder der schlechteste Film aller Zeiten, weil es ist immer natürlich klar, die Medien und gewisse Gremien versuchen quasi von oben drauf mit ihrer Art einfach was zu definieren, was vom Publikum völlig am Publikumsgeschmack vorbeigehen kann. Und Jugend ist ja einfach von der Basis demokratisch, okay, was ist dein schlechtester Film? Und die Leute können selbst abstimmen und wählen, finde ich einfach toll.